selbstgemachte Kekse, Glühwein, Punsch und Weihnachtsdeko. Das Fest der Freude rückt immer näher. Michael und Karin Angerer von der Kreativwerkstatt in Hallein laden zu diesem voradventlichen Abend. Warum sie das so früh machen, hat einen einfachen Grund. Nachdem es speziell jetzt in der Adventwochenende reihum und Land auf, Land ab, mehr wie genug Veranstaltungen gibt, diesbezüglich, sei es Adventmärkte, sonstige Veranstaltungen, haben wir uns genau, na, das machen wir nicht, wir sind ein bisschen früher da und machen einfach eine Einstimmung auf den Advent. Die Musik kommt von der Voice Company, die mit ihren Stimmen das Publikum verzaubern. Auch die Location ist keine alltägliche, handelt es sich doch um ein Küchenstudio. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man macht ein normales Studio, oder man macht gleich was Größeres und sagt, okay, wenn ich ein tolles Studio habe, dann kann ich da drinnen gleich Veranstaltungen auch machen. Und so ist das Ganze entstanden. Es wird nicht nur gesungen an diesem Abend, Kari liest einige heitere Texte. In folgendem geht es um ein Keksrezept, wobei die Köchin ein bisschen zu oft am Whisky nippt. Aber so, jetzt prüfen Sie den Whisky. Nun hacken Sie den Zitronensaft klein und pressen Sie die Nüsse aus. Fügen Sie einen großen Löffel Rizinöl hinzu und rühren Sie mit dem Zeigefinger kräftig durch. Die drei Damen sind spitze, was das Ganze für die Sommer bringen. Gell? Vor allem mal das Geswingte, das Jessige. Gell? Ja, ist sehr lieb. Nicht nur akustisch werden die Gäste verwöhnt, sondern auch kulinarisch. Eventkoch Thomas Fehrwanger serviert Lachsbrötchen und hat, der Zeit angepasst, eine eigene Kreation mitgebracht. Martini-Gansl-Burger mit Rotkraut. Und zwei typische Wintergetränke, Glühwein und Punsch. Also alle erstens einmal keinen fertigen kaufen, gute Zutaten, einen guten Wein. Zimt, Nöcken ist selbstverständlich. Was ich noch eine tue, ist eine Vanilleschote. Und eine Dankerbohne. Und der wird einfach super. Und das Gleiche mache ich auch beim Punsch. Der alkoholfreie Punsch, da tue ich Orangensaft rein. Auch Zimtnöcken, Dankerbohne und auch Vanilleschote. Die Voice Company gibt es seit 20 Jahren und die sind ein zusammengeschweißtes Team. Ja, das war also ein ganz spezielles Programm für heute Abend, weil wir haben ja ein Weihnachtsprogramm, was wir jedes Jahr schon, das ist schon fast ein Ritual, was wir jedes Jahr aufführen. Gerade Sachen machen wir ja kaum, weil die Biene das ja immer so arrangiert, dass sie kaum die Noten dazu lesen kann und wir müssen das dann singen. Und sie singen alles. Ja. Das Lesen von Texten ist für Kari allerdings Neuland. Es ist ein neues Gebiet für mich, das Hobby Singen und jetzt auch das Hobby Lesen. Schön. Die Adventzeit sollte eigentlich auch eine ruhige Zeit sein. Ja, zur Vorweihnachtsstimmung ist, dass man sich einfach einmal Zeit nimmt, da in der ganzen Hektik auch, was in der vorweihnachtlichen Zeit ist oder generell im Leben, dass man sich Zeit nimmt einmal für einen Abend, ob es Musik ist, Kulinarik ist, die Geselligkeit, da ist es miteinander gut vereint. Rieselt der Schnee, still und starr. Und mit einem Weihnachtslied ganz im Stil der Voice Company beenden die drei Damen den Abend. Weihnachtlich glänzt er, der Wald. Freut euch heut, das Grüßkind.